Als nächstes darf ich nun die Gruppe ERA ansagen. Sie kommen aus Sulzheim in Unterfranken. Die Gruppe gibt es seit 6 Jahren und ohne Unterstützung der Plattenindustrie konnten sie bereits 2 Langspielplatten veröffentlichen. Thank you.
ERA ist eine Gruppe, die Ansage war gar nicht korrekt. Würzburg ist viel zu groß. ERA ist eigentlich in einem ganz kleinen Ort zu Hause zwischen Würzburg und Bamberg. In Sulzheim. Ist aber in der Ansage gesagt worden, glaube ich. Gibt es eine ganz kleine Apotheke und die ist irgendwann mal geschlossen worden. Dort habt ihr das Haus aufgebaut. ERA eine Gemeinschaft. Lebt sich's gut bei Musik und einer Atmosphäre mit Hühnern, Gänsen und was es dort alles gibt? Es lebt sich ausgesprochen gut, ja. Die Hühner sind leider tot, das letzte Huhn ist vom Baum gefallen, aber im nächsten Sommer gibt's wieder welche. Jetzt muss ich noch etwas fragen. ERA hat schon 3 Platten aufgenommen. Nur 2? Wir haben 2 Platten selbst produziert und machen im Januar jetzt eine neue Platte. Trotzdem bei einem Wettbewerb mitmachen, ist da nicht fast die Grenze, wo man sagt, wir müssten das nicht mehr unbedingt machen? Also so weit sind wir leider noch nicht. Wir haben zwar 2 Platten und spielen 5 Jahre, aber das hat überhaupt nichts zu sagen. Bis eine Band mal einen Namen hat, den jeder kennt, wie das von anderen Bands in Deutschland jetzt schon langsam erreicht wird, da muss man viel arbeiten und so ein Festival ist für uns vielleicht der letzte Kick, den wir brauchen. Weiter geht es nun im Programm mit den Shadow Brothers, eine Formation, die aus Hannover kommt, bestehend aus einem festen Kern von 3 Musikern, es sind die beiden Brüder Heiner und Ecki Schädel und dazu kommt als dritter Musiker Klaus-Peter Reinicke. Mit ihnen zusammen spielen noch 6 weitere Musiker, Studiomusiker, die auch bei Plattenaufnahmen und sowas dabei sind. Shadow Brothers haben bereits eine Langspielplatte in eigener Regie aufgenommen. Sie sind gerade dabei, eine zweite Platte zu produzieren. Die Gruppe besteht seit 1975 und hat sich ebenfalls vorgenommen, bewusst Chorgesang einzubetten in akustische und elektrische Instrumentalarrangements. Hier sind sie, die Schädel.